Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, heute zocken wir zusammen eine Demo, und zwar Swords of Gargantua. Das wird ein Rollenspiel, ja, Action-Rollenspiel, so ist es, glaube ich, angesiedelt, mit sehr viel Schwertkämpfen. Und ja, Setting davon ist, es gibt Riesen, die Welt beherrschen. Die nennt man Gargantua. Und ich denke, dass wir die bekämpfen müssen. Sieht doch alles sehr riesig aus hier. Auf jeden Fall einfach gehalten, das Menü hier, aber ich finde es ganz cool. Ich habe das Gefühl, ich habe es eben mal ganz kurz angetestet, dass der Boden nicht ganz so stimmt, wie es sein sollte. Ja, hier überhaupt nicht jetzt gerade. Aber gleich, wenn wir in den anderen Raum sind oder das Spiel beginnt oder das Tutorial, dann ist es ein bisschen besser, aber auch noch nicht so, wie es sein sollte. Aber wie gesagt, es ist eine Demo, die wird auch noch Fehler enthalten. Aber ich finde es cool, dass die Entwickler überhaupt eine Demo bereitstellen, damit man sich das Spiel mal so ein bisschen anschauen kann. Ja, ich würde sagen, ich leg los und viel Spaß. So, und schon geht's los. Sieht ganz cool aus hier. Ja, Boden stimmt nicht ganz, ist besser als in diesem Hauptmenü, aber was ich am schlimmsten finde, ist, dass mein Kopf ja nicht ganz stimmt. Ich kann hier in meinem Körper reingucken, aber solange ich nicht so runter gucke, geht's eigentlich. Also ist ganz okay. Ja, Movement ist hier mit dem Stick. Ich kann mich auch mit dem rechten Stick hier links und rechts bewegen. Was ich wieder sehr, sehr ätzend finde, ist, sobald ich mich bewege, wird alles wieder so schwarz um mich herum. Ja, soll die Motion Sickness ein bisschen dämpfen. Ich finde es ätzend. Aber in Demo kann ich das jetzt nicht abschalten. Ich denke mal, im finalen Spiel wird das abschaltbar sein. Da werde ich aber auch nochmal die Entwickler fragen. Das gleiche ist, wenn ich mich hier ein bisschen bewege, dann wird es kurz dunkel. Ich weiß nicht, wer das braucht. Ich brauche es nicht, aber vielleicht gibt es Leute, die es brauchen. Wenn ihr es braucht, einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich echt interessieren, ob es wirklich Leute gibt, die das hier gut finden, wenn es dunkel wird. Und das denen was bringt mit der Motion Sickness, dass besser wird. Okay, gehen wir mal weiter. So, jetzt kann ich hier den X-Button drücken. Dann erscheint hier dieser Ball. Und das ist unsere Kopfposition. Hier dieser kleine weiße Kegel. Und damit kann ich mich vor und zurück bewegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Bewegungsmethode ist. Ich schalte es ab. Ich finde es nicht gut. Okay, weiter geht's. Pickup Weapon geht mit dem Trigger, dann kann man die aufheben. Ein Schwertgeräusch hört sich nicht echt an. Aber wie ihr schon merkt, ich mache einfach nur ein bisschen runter und das macht die ganze Zeit das Geräusch, das nervt dann doch schon irgendwie. Was steht denn noch? Kann ich das irgendwie wechseln? Ja, ich kann ja loslassen mit Trigger und dann mit der anderen Hand aufheben. Okay. Lock-on, also es gibt auch einen Gegner-Lock-on, wie ihr seht, wie ich mich bewege, ich gucke jetzt immer auf den Gegner. Ja, ist nicht schlecht, ich finde es aber irgendwie unrealistisch, hat aber so ein bisschen, Rollenspiel-Feeling. Ich mag es jetzt nicht, ich werde da gleich ohne spielen. Ich habe so eine Axt noch. Was ich cool finde, die Waffen, die kann man nicht durchziehen. Also man merkt dann wirklich, wie es rumbelt im Controller und ja, wie ihr seht, man kann die Waffen nicht durchziehen. Das ist echt cool. Hat auch nicht jedes Spiel. Swing the sword in any direction. Swiftly thrust the sword toward the dummy. Okay, jetzt haue ich hier gegen meine Softbox. Ist natürlich blöd. Okay. Der hat so eine Aufladefunktion, unser Schwert. Wenn ich ihn nach hinten halte, dann merke ich, wie es rumbelt und dann ist unser Schlag aufgeladen. Und dann habt ihr gerade gemerkt, ist schon ein bisschen heftiger, als wenn ich nur so schlage. Allein die Funken sind ein bisschen mehr. So, und so kann man so ein bisschen Powerangriffe gleich starten. Werden wir nachher mal probieren. Hier gehen wir mal weiter. So sieht es gar nicht so schlecht aus hier, finde ich. Ja, das stört ein bisschen diese Geräusche. Okay, hier haben wir so Rohrleitungen, da kommen irgendwelche Diamanten oder Kristalle raus. Grüne.
Aber wenn das so ein Mittelalter-Setting sein sollte, was machen dann hier die Rohre? Aber da bin ich echt gespannt, wie die Geschichte von dem Spiel so ist. So, throwing. While swinging your weapon, press the trigger button and throw it, okay? Okay, da können wir hier, haben wir kleine Messer zum Werfen. Aber ich treffe nicht wirklich. Was ist, wenn wir den Gegner jetzt loggen? Wird das dann besser? Ich logge nochmal. Nee. Eher schlechter, oder? While swing your weapon and press the trigger button. Ja. Ja, ich kann es werfen, aber nicht wirklich. Ja, doch, jetzt habe ich wohl getroffen. Ist aber schwierig. Strong Slash. Okay, hier wird dieser starke Schlag erklärt. Aber haben wir ja jetzt schon. Was haben wir hier so? Keine Ahnung, was ist das hier? Achso, Zahnräder und sowas sind das. Kann ich hier eine Maschine zusammenbauen? Ja, wir bauen uns hier eine Zeitmaschine. Okay. Stören tut mich jetzt wirklich, dass die Höhe nicht ganz stimmt. Aber okay. Gehen wir weiter. Hier seht ihr wieder die Kristalle aus den Rohren kommen. Also man kann hier alles mögliche an Waffen aufheben. Jetzt haben wir hier so einen Holzflock. Kann ich die abschlagen? Ah, ich kann die abschlagen, okay. Kann man die vielleicht dann irgendwann looten oder kann ich die denn jetzt aufheben? Aber das stört auch, dass ich in mich reinschauen kann. Aber gut, es ist nur eine Demo. Okay, hier ist ein Tor. Ich habe es eben schon einmal durchgespielt. Hier muss man drücken, dann geht das Tor auf. Sieht echt cool aus. Hat so ein bisschen, ja, was von Minecraft. Okay, jetzt komme ich hier mal auf den Boden, weil ich echt zu nah dran bin. Aber da kann ich leider nichts ändern. Und der Wasserfall ist wieder so laut. Aber ich kann ja in dem Menü, also es gibt gar kein Menü, ich kann hier nichts anpassen an Lautstärke oder so. Genauso wenig kann ich hier dieses Schwarze dann abschalten. Okay, dann da sehen wir schon der Gargantua. Ja, das ist jetzt unsere Kampfarena. Okay, die erste Welle startet. Man wird das später mit bis zu 3 Gegnern im Koop spielen können. Ist auch cool. Oh, der weicht auch echt gut aus. Jetzt habe ich ihn aber erwischt. Komm näher, Junge, komm. Oh, was ist denn jetzt passiert? Jetzt haben wir niedergestreckt. Komm. Okay, da ist hinten noch einer. Wir haben auch Schilder. Können wir auch nochmal natürlich probieren. Blockt da gut ab. Und der wird zurückgeworfen, wenn man blockt. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Na komm. Ich muss mal wechseln hier. Der rechte ist mein Schlagarm. Jetzt kommst du, komm, Junge. Jetzt geht noch weiter. Okay, die werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen stärker sein. Highlander. Das kann nur einen geben. Warum macht er das Schwert manchmal so in der komischen Bewegung? Also, wenn ich mich bewege, wird es total dunkel. Das stört. Komm, komm, der kriegt jetzt noch einen, dann ist er weg. Der hat ein Ausweichmanöver gestartet. Oh, was ist jetzt? Jetzt holen wir uns mal ein anderes Schwert hier.
Alter, warum? Stör! Jetzt werfen wir mal. Na gut. Werfen wir nochmal. Jawohl, in your face, bitch. Jetzt kannst du kommen, Junge. Mal gucken, wo ich hier gerade stehe. Ja. Okay, was passiert jetzt hier? Wir gehen jetzt mal da hin. Komm! Ich werfe mal. Oh Gott! Was ist jetzt? Oh Gott. Okay, der kommt auf uns zu. Ich will hier nicht sein. Das ist sehr riesig. Was machst du? Nein, nein! To be continued. Okay. Ja, soweit hatte ich eben nicht gezockt. Ich habe eben nur mal zwei Kämpfe gemacht und dann war es, ja. Okay, das war's. Swords of Gargantua. Ja, Leute, ich finde es echt nicht schlecht. Also für eine Demo, die wahrscheinlich noch relativ am Anfang ist, war es echt cool. Hat noch Bugs, besonders dieser Höhenbug nervt. Und ja, dass die Kopfposition nicht so ganz stimmt, wenn ich runtergucke, dass ich direkt in meinen Körper gucke, das passt natürlich auch nicht ganz. Aber gut, kann man den Entwicklern ja mitteilen und vielleicht arbeiten die dann daran und hauen noch eine andere Demo raus. Ich finde es echt ein cooles Spiel. Ich bin echt gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Ja, den Link zur Demo werde ich auf jeden Fall in der Beschreibung hinterlassen. Und ja, guckt euch das auf jeden Fall auch mal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, wäre geil, wenn ihr jetzt ein Abo raushaut. Einen Daumen nach oben fürs Video und die Glocke aktivieren. Dann seid ihr komplett abgedeckt. Und werdet meine Videos auf jeden Fall nicht mehr verpassen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.